Ach, da hinten. Du hast noch ein Shuttle. Ja, weiß ich, aber ich kann das Shuttle ja nicht live hier einfach wechseln gerade. Das geht ja nicht. So, was haben wir hier? Gekli Nahrungsgründe besuchen. There are signs that several Gekli pods frequent this area. There's a lot of dust and particulate matter, but we can't see how the asteroids are getting broken down. I think there's something we're not seeing on the visible spectrum. Your ship has a stronger deflector than ours. Can you emit a particle wave? We could use that to illuminate things that might be happening in different spectra. Wir können eine multispektrale Partikelwelle ausstoßen. Deflektorimpuls. Ob das so gut ist? There's some kind of subspace shearing here. It's causing cosmic strings to snap off and break up the asteroids. That must be why the Gekli feed here. There's plenty of particulate matter for them to consume in the debris fields. I think we've collected some solid data here. We're ready to move on when you are. Sehen wir uns da dann doch einmal... Was? Sehen wir uns dann doch einmal an, was vor uns liegt. Zum nächsten Gebiet warpen. Okay. Steuermann, Warp 3. Beschleunigen. Dann sind wir doch auch zeitnah da. Oh. Sensors are reading a swarm of comets passing by this stellar body. They look to have an orbital period of about 173 of your standard years. I'd like to know if they came from outside of the system and were caught in its gravity, or if they originated here. Shall we take some scans? Ein guter Start. Kometen scannen. This comet is mostly ice and dust. There are indications that the cometary matter formed around a magnetic core. The other comets may be more interesting. Let's move to the other comets and study them closely. Verstanden. Nähern wir uns einem anderen Kometen an und untersuchen ihn. Okay, voller Impuls. Oh, ich mag die Mission. Ist zwar total simpel, aber es macht mega viel Spaß gerade, Kometen und Staub zu scannen. Das macht mega viel Spaß gerade. Was? Oh Gott. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. So, ich drehe mal ganz kurz das ganze Dingens hier, dass man sieht, dass das Raumschiff auch irgendwas macht tatsächlich gerade. Oh. Das hat man auch zum Dilithium abbauen, hat man auch immer diese Skills hier gebraucht, also dieses Minispiel hier. Ich hoffe, das hält jetzt und ich fliege nicht außer Reichweite. Ich kann bloß gerade nichts machen. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Erd sammeln. Sehr gut. The core sample shows signs of magnetic radioactive matter. This comet may have seen some interesting particle fields in its wandering. Der magnetische Kern hat sicherlich seinen Anteil daran, dass Material angezogen wird, aus dem sie die Corona bildet. Sich die Corona bildet, vermute ich mal. So, Vollimpuls zurück. Traktorkomet. Silberkeks. Hallo, grüß dich. Schönen guten Abend. So, Traktor. Führe tiefen Scan des Kometen durch. So, dann sieht man ein bisschen was von dem Schiff, wie es gerade arbeitet. So. Ergebnis anzeigen. Datensammlung abgeschlossen. Holding the comet, let us get some detailed readings about its emissions. Based on the structure of its silicate crystals, it's been in a pattern. It picks up energy from its trip near the star, then loses that energy as it loops past the planets. Mhm. It's like ice melting and refreezing, but it seems to
lose a large quantity of energy all at once near here. I'm not sure why. The radioactivity should be steady. Vielleicht wird diese Energie durch irgendwas entzogen. Suchen wir weiter. These comets seem to have a long orbit that coincides with the orbit of a Class A planet nearby. I'd like to launch a probe and see if the cometary movements have had any impact on the planet. Einverstanden. Lassen Sie uns eine Probe starten, um präzisere Daten zu sammeln. Eine Probe starten? Sonde starten? Probe starten? Wurde nicht übersetzt, richtig? So. Auf Sondendaten warten. Probe data received. The planet is radiating a considerable amount of heat for its size. Nothing our shields can't handle, but I don't see any expeditions to its surface happening anytime soon. Curious. I'm picking up several large moving sources of energy. Sensors indicate they're a life form of some kind. A Cosmosoan, but not the Gekli. I'd like to study them if we can. Sehen wir uns die Lebensformen einmal genauer an. Naja, los geht's. Planet is geothermal in nature. Its surface is partially molten. Es sieht auch sehr uneinladend aus. Sehr gelb vor allem. Weil ich eigentlich dachte, wenn der no life forms detected planet side. Then again, it is rather warm down there. Hätte aber mehr gedacht, dass er mehr rot ist wegen der Lava und alles. Aber gut. Schöner Planet. There they are. Magnificent, aren't they? Die Quallen. Sehr gut. Die Quallen. Hallo, liebe Quallen. The creatures are luminescent ovoids? Not sure how to describe them. They remind me of an aquatic life form native to Lucari Prime. There are little ones huddling close to the planet's atmosphere. They must use the heat and the planet's electrical discharges to survive. Wir haben Daten über sie. Ich übermittle die entsprechenden Dateien. Interesting. These life forms were encountered by the USS Enterprise D on Deneb 4. Someplace called Farpoint Station. They haven't been seen anywhere else since. We shouldn't harm them or their young. Let's transmit a greeting, then be on our way. Verstanden. Wir nähern uns an und schicken das Kosmosanen den Kosmosanen einen Gruß. Mann, diese Rechtschreibfehler, die irritieren mich immer ein bisschen. Weltraumgelee. Ernsthaft. Die deutsche Übersetzung für diese Quallen ist Weltraumgelee. Das ist doch ein Scherz. Weltraumgelee. Klar. The color display must be a form of communication. I didn't realize that life forms could exist in this fashion. Living off the heat of planets, feeding on the particles in space, absorbing radiation from the cosmos. There's so much to see. Let's head to the next planet in the system and see what's there. Okay, auf Warp gehen. Auf zum nächsten Gebiet, Warp 3. Beschleunigen. Are you seeing this? My sensors indicate this planet is completely devoid of any organic material. And yet, it has a breathable atmosphere and lies well within the system's habitable zone. Most curious. Ja, ich denke, es wäre angebracht, dass wir uns diese Sache näher ansehen, Captain. I'm picking up residual levels of radiation. Oh my. I believe I know what happened to this world. Some kind of proto-matter wave happened here. Protomaterie? Aber das ist doch gefährlich instabil. Not if you know how to resolve the chaotic turbulence with a Tarfine reduction. This was a recent event. Some kind of protomatter incident happened. And it wiped out all life on the planet. I think we should send an away team down to learn more. Bestätige, wir beamen ein Außenteam runter. Außenteam, sammeln Transporterraum 3. Energie. Oh, not sure I'll ever get used to transporters. Let's see.
Initial scans suggest this area used to be inhabited, but I can't find a single trace of organic matter. None. I see some carvings on those canyon walls. Let's take a look. Verstanden. Wir untersuchen die Säule. Okay. Ah, hier sind Anomalien, zwei Stück. Die sammeln wir gleich mal hier ein. Zack, Duraniumerz brauchen wir. Ich weiß nicht mehr für was, aber für irgendwas brauche ich das, glaube ich. Offensichtlich werden wir hier nicht auf den Kampf stoßen, weil wir bloß zwei Offiziere dabei haben. Unseren ersten Offizier und unseren Sicherheitschef. Ist der Kohles unser Sicherheitschef? Ich weiß es gerade gar nicht. Thoron-Partikel nehme ich auch mit. Zack. Und Thoron-Partikel? Ja, Thoron-Partikel. Gut. So, dann gucken wir mal. Was haben wir hier denn Schönes? Eine schöne Säule. Und das ist irgendwie eine Fackel oder irgendwas. Bin mir nicht sicher. The walls of this canyon were worked by tools. I'm sure of it. Sentient life forms lived here. Until the proto-matter detonation. This pillar here. It seems to be a sign pointing to that canyon. Perhaps a pathway there leads to a settlement of some kind. I'm reading metallic objects there as well. Shall we take a look? Gut, folgen wir dem Pfad durch die Schlucht. Look, there's some kind of large structure further down the canyon. Ja, das ist relativ schwer zu übersehen, dass es hier Struktur, also Gebäude gibt und alles. Look at the size of that plaza. Interessant. Die Dinge übrigens. These people must have had quite a developed culture. Let's take some readings up there. Okay. Diese Dinge hier, diese Säulen hier, nämlich gerade aus Command & Conk, waren die Obelisken des Lichts von der Bruderschaft von Nord. Die haben so Laser abgeschossen dann. Daran erinnern die mich gerade. Den zentralen Platz untersuchen. This looks like a town square or ceremonial center of some kind. I see some murals on the far side of the square over there by that arch. I'd like to examine them. They might tell us more about this place. Verstanden. Sehen wir uns die Bilder in der Nähe an. Oh, ist eine coole Mission. Die gefällt mir wirklich gut. Aha, altes Ägypten. Wandbild untersuchen. These murals depict people bringing some objects to this place. Crystals or gems, I believe. They built their settlement around this site. I believe it was a place of great significance to them. The next mural may hold more clues for us. Let's have a look. Okay, auf zum nächsten Bild. Wandbild untersuchen. Ach, da oben. Ja, das kann er von da unten mit Sicherheit sehen, was da oben alles ist. This mural depicts the construction of this large structure. I suspect it was a temple or a place of contemplation for the people. The crystals were revered by the locals. Perhaps even worshipped by them. We'd better have a look at the next mural, don't you think? Ja, auf zum nächsten. Bin ich voll und ganz dabei. Aha. Was ist das denn? Wachsende Kristalle? The crystals depicted in this mural appear to be growing for some reason. I wonder if this is a symbolic or literal representation of events. Perhaps the structure needed to be modified to hold the volume of crystals they collected over the years. Die Kristalle könnten auch aufgrund von natürlichen Einwirkungen gewachsen sein. Right, the enigma we found here. I suspect there's more to be found inside. Getting there will be a challenge, however. According to my scans, these pillars are connected to some kind of massive mechanical structure. Probably the peak of technology for these people. I believe it's some kind of opening mechanism for the structure's door. Können wir sie mit einer Art von Gerät oder mittels unserer Tricorder öffnen? We could probably force it open, but that could damage the structure, and too much force could even collapse it entirely. I suggest we create a holographic forensic reconstruction. Eine holographische Nachbildung der lokalen Lebensverhältnisse? Yes, it would be based on analysis of things like footprints, wear patterns and local construction. We can learn what people did here, how they went about their lives,
and how they made the device work. We'd be watching a replay of history, roughly speaking. Let's start by gathering information from relics and leftover traces of the people who once lived here. Wir sollten nach alten Werkzeugen, Fußabdrücken und allem anderen suchen, das uns mehr über sie verraten könnte. Forensische Daten sammeln. Okay, da haben wir schon mal Tonscherben. Sehr gut. These artifacts were used with opposable thumbs and indicate a likely hand span of 22 centimeters. So, da haben wir schöne Fußspuren. Based on these footprints, these people had a stride that places them at about 1.6 meters on average. Okay, sehr gut. Was haben wir hier? Noch mehr Tonscherben. The wear patterns here show us that people leaned against here frequently. This was a meeting and gathering area. Okay. Strange. These relics should be covered with dust and sand, worn away by time and wind. But they're all uncovered. No organic matter left and everything left behind in its place. Frozen in time, like... Als ob diese Leute erst vor kurzem gestorben wären. Yes. The evidence seems clear. The proto-matter detonation happened only weeks, perhaps even days ago. We're going to need to make an accurate simulation to continue our studies here. I suggest using modified pattern enhancers to do this. Bestätigt, wir installieren modifizierte Musterverstärker auf dem Platz. Na dann gucken wir mal. Enhancers online. The signal is strong and clear. Okay. Was? Du und deine Anomalien? Kannst du einstellen, wer was ist? Was kann ich einstellen, wer was ist? Two down, two to go. Was kann ich denn einstellen? Auf was ist das bezogen? Ich weiß es gerade nicht. That's three. One more and we'll be ready. Sehr gut. Das müsste dann der da sein. Der dürfte noch fehlen. Na, dann bin ich jetzt gespannt. Wunder der modernen Technik. That's the last one. All enhancers online and standing by. All right. The enhancers should give us a pretty good image range. Your tricorder can then act as the center of the network control for the enhancers. I can tie in my data to your tricorder whenever you're ready. Get a little closer to the center of the square so we can see what happens. Gut, lasst uns zum Zentrum des Platzes gehen und loslegen. Note that the alien is using the pillars in a specific order. Okay. Zuerst die, dann die. Oh Mann. They're making the murals match up on each pillar. Okay. Ja, das wird super. Also die und die. Okay, also mit der muss ich anfangen hier. Looks like some kind of functionary, priest or bureaucrat, I think, would unlock the door by turning the murals on the pillars. The top mural on each pillar seems to be locked in place for reference. We should follow the order they used on the pillar murals. If we can turn them correctly, I believe we'll unlock the door. Die Malereien in der richtigen Reihenfolge drehen, um die Tür zu entriegeln. Verstanden. Was? Was? Ich habe mir die Säulen gemerkt, aber nicht jetzt die Reihenfolge von den Wandbildern. Do you hear that? That's the first pillar set in place. Das war der zweite, glaube ich. Mittleres Wandbild drehen, okay. Na dann. Zack.
Und dann das hier unten noch. Zack. That's two pillars set into place. Dann kam der hier, glaube ich. Das war, glaube ich, der dritte. Und dann der andere vorne. Zack. Nein, das ist falsch. Three pillars are locked in now. So, dann schauen wir mal. Und das müsste der letzte sein dann. Das sollte ganz gut klappen jetzt. Hallo? Ah, ist die Frau jetzt hier? Okay. Unteres Wandbild drehen. Nein. Das ist falsch. Das ist richtig. Sehr gut. Tür ist auf. Juhu. Sternflotte? That's it. It's working. Well done. Shall we see what secrets this building holds? I think I see another mural inside the doorway. We should take a look at it. Ja, gehen wir rein und sehen uns das nächste Bild genau an. Das war's. Ist doch das Zeichen von der Sternenflotte. Wieso ist das hier? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich mega verwirrt. Isn't that the symbol of your Starfleet? How did it get here? How could it be in a temple of people who don't even have electricity, much less space travel? This is getting stranger by the minute. We should search the temple for more murals. In der Tat, sehen wir uns die Bilder hierin an. Okay. Das ist alles wie Sternflottenoffiziere. Those people in the picture, they don't look like the others. Sie sind von der Sternflotte, aber der Sternflotte des 23. Jahrhunderts. What happened here? If Starfleet officers contacted this civilization in the past, why wouldn't you have a record of it? We should head deeper into the temple and continue our search. Bestätigt, suchen wir tiefer im Tempel nach Antworten. I think the panel on the wall here can be pushed to open something. Das gleiche Bild hier. War hier die Enterprise dann? Kann das sein? Ich bin gespannt. Inneres Panel drücken. Those inner doors across from the panel are opening. Kristalle. What is all of this? Riesige Kristallstrukturen. Interessant. Nach Hinweisen scannen. According to my tricorder, we've reached ground zero. This is where someone detonated the protomatter bomb. From here, a self-propagating cascade of proto-energy radiated outward in all directions, washing over the entire planet. Könnte es sich hierbei um ein gescheitertes Terraforming-Projekt handeln? Doubtful. I believe what did this was built specifically as a weapon. There's no new ecosystem. All life was eliminated. I'm picking up a residual energy signature here. Take a look. 16 centimeter wavelength with a slight kaon leak. I've seen this before. It's a byproduct of Zenkethi technology. Zenkethi? Here? Sir, wir haben im Orbit dieses Planeten eine verlassene Raumstation entdeckt. Es gibt auf der Station keine aktiven Energiequellen und sie wird von großen Mengen an Staub bedeckt, der sich über Jahrzehnte angesammelt haben muss. Dadurch ist sie innerhalb des Asteroidenrings auch so gut wie unauffindbar. Leider sind wir nicht die einzigen, die die Station gefunden haben. Mehrere Raumschiffe sind in das System eingeflogen und haben Anspruch auf die Station erhoben. Wie lauten ihre Befehle? Beamen Sie mich mit einem Ort-zu-Ort-Transport direkt auf die Station. Schützen Sie das Lucari-Schiff. Sehr cool, aber es sieht sehr, sehr cool aus da unten. Ich bin gespannt. Aktiviere Ort-zu-Ort-Transport. Das ist doch eine Sternflottenstation.
Wir befinden uns auf einer alten Raumstation der Föderation, einer tiefen Raumstation der K-Serie, um genau zu sein. Doch wie ist sie hergekommen? Was ist ihr zugestoßen? Dort an der Wand befindet sich eine Plakette. Vielleicht kann sie uns mehr verraten. Plakette untersuchen. Hier steht Deep Space K-13. Admiral, diese Station ist vor über 100 Jahren in der Zeit verschwunden. In Zeit und Raum verschwunden. K-13 war zuvor im Beta-Quadranten. You're trespassing. I'm claiming this station as salvage, along with everything in it. A little piece of history like this will be quite the vacation site. Experience life on the final frontier at Modrons K-13. But I digress. Unless you're here to discuss leasing opportunities, I suggest you beam off my station. Noch ist es nicht Ihre Station. Ich denke, ich werde mich hier einmal umsehen. Careful! This old beauty needs some serious repairs. It'd be a shame if something happened to you or the active stasis pod my men found on board. Dann werde ich wohl sicherstellen müssen, dass nichts dergleichen geschieht, Damon. Dillen Hand, Ende. Fair warning. My Nausicaan guards aren't very fond of. Sie haben einige Sicherheitsfelder von K-13 aktiviert. Kann ich den nicht einfach erschießen? Oder betäuben? Irgendwas mit dem machen, der nervt mich nämlich. So, Station zurückerobern, Nausikaner besiegen, Station sichern, Konsolen im Xenobiologielabor verwenden, um das Sicherheitsfeld zu deaktivieren. Okay. Na, schau mal. Kriegen wir hin. Also, ihr Nausikaner, geht mal bitte aus dem Weg. Ich möchte nämlich die Station zurückerobern. Ist immer eine Station der Föderation, sprich, die gehört uns und nicht euch. Möchte ich nur mal ganz kurz erwähnen, falls es euch nicht klar ist. Von der Föderation gebaut, gehört sie auch der Föderation. So, ciao. Oh, hier gibt es noch was zum Einsammeln. Gegenstand nehmen. Hallo? Hallo? Gegenstand nehmen. So, Sicherheitsfeld überbrücken. Nein! Ha! Admiral, diese Technologie ist uralt, aber dennoch überraschend funktional. Zumindest auf einer rudimentären Ebene. Im 23. Jahrhundert hat man noch Dinge gebaut, die für eine Ewigkeit halten sollten. Die Nausikaner konnten die Energie teilweise wiederherstellen, doch sie waren dabei sehr hastig. Sie könnte jederzeit wieder ausfallen. Mir ist derweil gelungen, diese Sicherheitsfelder zu deaktivieren, sodass wir nun Zugang zu anderen Bereichen der Station haben. Haben Sie noch etwas anderes im Computer entdeckt? Im Computer existieren auch einige Logbuchdateien. Die meisten von ihnen sind unlesbar, doch ich werde wohl den letzten Eintrag wiederherstellen können. Schießen Sie los! Chief Engineer's Log, Supplemental. By my account, we've been hurled back in time to the 16th century. To make matters worse, we're a very long way from the Denova system. None of our shuttles are warp capable. And even if we could get to Earth, we'd be in the wrong time. In short, we're stuck. There's nothing to do now but wait and try to conjure up a way to get back to the right time. Das ist also Teil der Geschichte. Können wir dieses Terminal verwenden, um die Nausikaner aufzuhalten? Dieser Computer kann nicht länger mit dem Hauptcomputer in Verbindung treten. Allerdings können wir nun das andere Labor betreten. Schließlich wurden die Sicherheitsfelder ja deaktiviert. Von dort aus können wir womöglich auf den Hauptcomputer zugreifen und dabei den Nausikanern den weiteren Zugriff verwehren, um so zu verhindern, dass sie neue Felder aktivieren oder uns auf andere Weise aufhalten. Wir sollten uns ansehen, was wir in dem anderen Labor finden können. Ich würde was bezahlen, wenn die Klappe halten würde. Chief Engineer's Log, March 18th, 1570. Had a discussion this morning with security about our Klingon prisoners in the brig. We can't just leave them locked up, or execute them, or exile them on the planet below. Setting them free isn't a popular notion either. We're still looking for options, but I think the stasis pods we have in medical will come in handy real soon. Eine interessante Lösung für dieses Problem. Ja, früher war noch alles für die Zukunft gebaut, das stimmt.
Das kennt man heute auch. Früher hast du ein Produkt gekauft, das hat ewig gehalten. Heute hast du ein Produkt, das ist nach ein, zwei Jahren, ist es dann kaputt, musst ein neues kaufen. Ist ja tatsächlich so. Hallo, ich will hier wieder raus. Ich mag das Design tatsächlich. Ich mag dieses alte, antike, nennen wir es mal antike Design einfach dann von der Sternenflotte. Finde ich gut. Die Türen scheinen verschlossen zu sein. Wir müssen sie irgendwie umgehen. Na gut. Kriegen wir hin. Felicetti, schönen guten Abend und schön, dass du da bist. Was haben wir hier? Marineninfanterist. Aha. Ja, komm. Einfach weg mit dir. Ciao. So, haben wir hier Türen? Nein. Nein. So, wo geht's hier weiter? Dann sind die Nausikaner, die zerstören die halbe Station hier. Das kann nicht euer Ernst sein. Jetzt verschwindet ihr doch mal. Dieser verdammte Ferengi, ne? Der geht mir echt ein bisschen auf den Keks. Den werde ich persönlich aus der Luftschleuse rausschmeißen. Das kann doch nicht wahr sein. Gibt's nicht Gesetze gegen sowas? Vor allem fällt das nicht unter Piraterie. Müsste ich noch aufhalten können, müsste doch im Recht sein, oder? So. Zack, 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 das nehmen wir alles mit. Inventar voll. Na, ist klar. Taktik-Kit. Ja, keine Ahnung. Wissenschaftskit, das schmeißen wir weg, das brauchen wir eh nicht. Und ansonsten habe ich hier noch irgendwas. Ja, so irgendwas. Egal. War ich nicht gerade auf irgendwie. Ach, da ist der Computer. Hauptcomputer sperren. So. Ich sperre den Zugriff der Nausikaner auf den Hauptcomputer. Dadurch sollten sie nicht länger in der Lage sein, weitere Subsysteme der Station unter ihre Kontrolle zu bringen. Gute Arbeit. Irgendwelche weiteren Informationen? Es gibt da noch einen weiteren Logbucheintrag, Admiral. Dann spielen wir ihn mal ab. Chief Engineer's Log, April 17th, 1570. Today we visited the planet we're calling Draconis 3 to collect supplies. The good news, there's a humanoid civilization down there. The bad news, a potential Prime Directive violation. Our landing party was seen beaming in by some of the locals. We're hoping that doesn't impact their culture in any way. One thing's for sure, they can't help us go home. Their tech level is Bronze Age at best. Besteht die Möglichkeit, Sicherheitsmaßnahmen von hier aus einzuleiten, um zu verhindern, dass die Nausikaner die Kontrolle über diesen Ort erhalten? Admiral, die Station ist so alt und beschädigt, dass die meisten dieser Sicherheitssysteme nicht länger funktionieren. Wenn wir den zentralen Knotenpunkt einnehmen könnten, dann könnten wir ihn verschließen und verhindern, dass die Nausikaner noch mehr Verstärkung herüberbeamen. Bestätigt, lasst uns den zentralen Knotenpunkt der Station sichern. Ich hasse diesen Ferengi. Den Ferengi töten, das ist aber nicht sehr sternflottenmäßig. Bei dem mache ich eine Ausnahme. Der geht mir auf den Keks. Den schmeiße ich persönlich aus der Luftschleuse. Logbuchnachtrag. Chief Engineer's Log, August 6th, 1570. The Warp Booster Sled Project is officially a bust. When we tried to spin up the coils, we couldn't get a stable warp field. Yashvi and Arlington managed to shut it down and stop a breach, but the shuttle's impulse drive is shot. I hate giving up. But we just don't have the parts we need to make it work. Mutig, doch ihre Chancen waren nur gering. Naja, hier sind was Stase-Kapseln auch. Mal gucken, vielleicht hat die Crew hier überlebt, vielleicht haben sie sich alle in Stase begeben. Oder sie sind alle tot, das kann auch sein. Je nachdem, wie gut die Station hier ist. Beziehungsweise wie gut die Systeme im Laufen halten wurden. Herr Scott hat es ja auch geschafft zu überleben. Ich würde gerne runterklettern. Ich würde gerne die ganze Station erkunden, aber es lässt das Spiel leider nicht zu. Ich würde gerne viel mehr erkunden hier. Aha. Marineinfanterist. Aber gut, vielleicht nehme ich den Ferengi auch einfach und sperre ihn in eine Arrestzelle und schmeiße den Schlüssel weg. Das wäre auch eine schöne Option. Das wäre auch toll.
Natürlich, ist klar. Und ist klar, dass wir ganz am Anfang spawnen. Kann ich jetzt eigentlich rein? Ah ja, ich kann hier wenigstens rein. Jetzt, weil ich einmal durchgelaufen bin, ist die Tür offen. Das ist sehr gut. So, keine Mission, in der wir nicht mindestens einmal sterben, ist ganz wichtig. So. Hatte ich hier nicht? Okay, so, alles nehmen. Zack, Personenschutzschild weg. Nehmen, so. Oh, alte Transporterplattformen. Juhu. Die haben so schöne Geräusche gemacht. Da hat man echt Lust, sich die alten Star Trek-Folgen nochmal anzugucken. Also die ersten, mit Kirk. Da hat man echt Bock drauf wieder. So, Konsole im Hauptbüro verwenden, um die Kontrolle über den Computer zu gewinnen. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das heißt, hier, zack, Hilfsenergie aktivieren. Machen wir mit dem Transporter, ist gar kein Problem. Die Hilfsenergie wird hochgefahren. Ich aktiviere ein Streuungsfeld von geringer Intensität, um zu verhindern, dass die Nausikaner weitere Verstärkungen herüberbeamen können. Ausgezeichnet. Sonst noch was? Ich habe einen letzten Logbucheintrag gefunden, Admiral. Die restlichen Speicherinhalte des Computers sind zu beschädigt, um sie wiederherstellen zu können. Auf den Schirm. Chief Engineer's Log, July 26, 1571. Most of us went into stasis this morning. There weren't enough pods for everyone. Three of us had to stay awake. We drew lots. Tavon, Sheridan and I were the lucky winners. Since we're out of options, we've decided to go native and live out our lives under CONUS 3. Hopefully, one day our records will be found, and the people of Station K-13 will be remembered. Vor allem, was ist mit ihrem Gesicht passiert? Die ist ja verletzt richtig. Also entweder ist es einfach nur ein Glitch, dass die Haare hier reinglitschen, oder sie ist verletzt einfach. Ich hoffe, dass es ihnen dort unten gut ergangen ist. Ja, für eine geringe Zeit dann. Rule of Acquisition 431. When the shooting starts, let the mercenaries handle it. Handle this, Captain! Dieser verdammte Ferengi. The crime is trespassing. The sentence is death. Okay, probier's mal. Ich habe gerade alles aktiviert, was ich aktivieren konnte. Von daher solltest du keine wirkliche Bedrohung sein. Du Raider-Anführer, du. Ja. Er war keine große Gefahr. Dieser Ferengi. Ich sperre den echten Arrestzell ein auf meinem Schiff und werfe den Schlüssel weg. Nein, noch nicht. Gegenstände nehmen. Zack. Gegenstände nehmen. Zack. Sehr gut. So, haben wir noch irgendwas? Nö. Halt, Moment, hier ist noch was. Hier ist noch was. Logbuchnachträge lesen. Chief Engineer's Log, July 9th, 1571. It's decided. Most of us are going into cryosleep. Those who stay awake, well, there's the rub. Going to live on a remote part of the planet below is likely, despite the Prime Directive issues. Staying here isn't viable. When the supplies are gone and the remaining power is in the stasis pods, anyone left is a goner. This station will be their tomb. Das war keine leichte Entscheidung. Auszeichnung erhalten, Logbuchnachträge. Ja, weil wir alle Logbucheinträge angeguckt haben. Oh, stell dir mal vor, du müsstest jetzt in der Zeit, oder wirst gezwungen, in der Zeit zurück zu sein. Ne, du bist jetzt da, hier, sitzt hier gerade und so weiter, und dann durch einen Unfall reist du in der Zeit zurück. Silberkeks, übrigens, danke fürs Folgen. Sehe ich gerade hier. Entschuldigung, dass ich es jetzt erst sehe. Reist in die Vergangenheit zurück, hast keine Möglichkeit mehr in deine Zeit zurückzukommen und dann musst du einfach das Beste daraus machen dann. Ist, glaube ich, wirklich nicht leicht. Admiral, Sie müssen sofort auf das Schiff zurückkehren. Madran und seine nausikanischen Verbündeten haben Abfangkurs auf uns und die Concordium gesetzt. Notfalltransport einleiten. Beamen Sie mich direkt auf die Brücke.
Ups, das war die Luftschleuse und das war auch nicht der Verschließenknopf. I see, you took out the Nosigans on my station. I'll just add their fees to your tab. I do hope you're good for it. Otherwise, I might have to take possession of that pretty ship of yours. Come to think of it, I'll be taking your ship anyway. Whether you're alive or not when I do, is up to you. Sie können es gerne versuchen, Damon, auch wenn ich nicht glaube, dass Ihnen das Ergebnis gefallen wird. Ja, das glaube ich auch. Also, liebe Freunde, Quantentorpedos, volle Streuung, alle Energie- und Waffensysteme leiten und alle Waffen feuerfrei. So, alle Waffen Dauerfeuer. So, notwendiger Phaser leiten, Feuer. Dir ist schon bewusst, dass du dich gerade mit dem Führungsschiff der Föderation anlegst. Alle Waffen, Dauerfeuer! Die entziehen uns Energie gerade hier. Tja, das tut mir aber leid. Alle Waffen, Feuer frei, Quantentorpedos, volle Streuung. So, Schildregeneration einleiten. Talon Schlachtschiff. Tja, das wird nicht viel helfen. Hüllenregeneration einleiten und alle Phaser, Dauerfeuer. So. That was quite an adventure. I knew Mardrin was greedy and treacherous, but I never thought he was willing to kill to get what he wants. In spite of that, I feel like we've learned so much out here. And for the better. Sie werden feststellen, dass dies bei interstellaren Erkundungsreisen regelmäßig der Fall sein wird, Captain. Gefahren und große Entdeckungen liegen oft nah beieinander. Indeed. I'd say our first flight was a success. Now we need to share our discoveries with everyone back home. I hope today's events will convince my people of the continued need to explore and to be part of the galactic community. With luck, we'll do this again sometime and soon. On behalf of the Lucari people, thank you. Es war mir ein Vergnügen, Captain. Sichere Reise. So, das nehmen wir schnell. Zack, die Part System. Ah ja, das ist auf Englisch hier. I'd say that these events are better described as harrowing. Death and Katie have been quiet for years. Now they're using proto-matter bombs and committing genocide. There's also a problem of K-13. How did it even get there? I'll put in a call for Galactic Republic to send repair teams. The fleet can take command of this piece of history. All stations have reported in. We can depart on your orders, Admiral. Also, die Zenketi haben eine Massenvernichtungswaffe gebaut, eine Protomateriebombe und beginnen Genozid. Mit der K-13 haben sie ein Problem, aber sie haben die Flotte angewiesen, sich darum komplett zu kümmern dann. So, dann würde ich sagen, System verlassen. Bringen Sie uns hier raus, Warp 13. Beschleunigen! Klärt sich als Zeitagent, warum die in der Zeit zurückgeschleudert wurden, war kein Unfall. Okay, muss ich doch irgendwann mal spielen dann. So, okay. Episoden, besondere Episode, rufen. I'm happy to hear the Lucari handled their first experience with space exploration well. There's talk of their desire to join the Federation, and from what I'm seeing, they'd be fine members. The mystery of Station K-13 has been solved, although the past violation of the Prime Directive by some of its personnel is a concern. Hopefully the crew preserved in stasis pods will be able to shed a little more light on that situation. Finally, this news of a Zenkethi protomatter weapon is disturbing. I'll be looking into it from all angles, diplomatic and military in particular. We've fought a war with them before,
and I'd prefer avoiding another now. Okay, Sie erhalten folgende Belohnungen. Nausikane, Konsole Taktik, Disruptorschaden brauchen wir nicht. Energietorpede brauchen wir nicht. Nausikane Energiekondensator. Ich nehme mal den einfach. So. Okay. Ja, dann haben wir es jetzt erstmal geschafft. Das heißt, wir haben Star Trek Online momentan alle verfügbaren Missionen durchgespielt. Das heißt, da geht es momentan dann tatsächlich erstmal nicht mehr weiter. Das heißt, ich werde an dieser Stelle dann jetzt auch erstmal das Let's Play auf YouTube beenden. Wir werden es vielleicht ab und an noch im Livestream spielen, dann, dass man so ein paar Farming-Missionen macht, beziehungsweise ich mein Schiff dann weiter ausbaue letztlich. Aber mit dem Let's Play auf YouTube ist jetzt erstmal Schluss. Ich werde irgendwann auf jeden Fall dann weitermachen, weil das sind übrigens bloß hier Daily Missions in der Dyson-Sphäre. Ich werde natürlich irgendwann weitermachen. Ich möchte nämlich hier, wenn es hier weitergeht, in der Hauptmission, möchte ich natürlich weiterspielen. Am Donnerstag kommt vielleicht noch eine neue Mission. Das heißt, dann würde ich die auch dann einfach aufnehmen und spielen. Ansonsten haben wir noch die Romulaner, wir haben die Klingonen, wir haben Agents of Yesterday. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was, was wir tun können letztlich. Ich werde es aber nicht direkt an den Anschluss dann machen. Das werde ich dann irgendwann dann anfangen. Das heißt, für die auf YouTube, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, für mittlerweile über 200 Folgen Star Trek Online haben wir jetzt gemacht. Und ja, für die auf Twitch natürlich auch, vielen Dank fürs Dabeisein und für die tatkräftige Unterstützung immer. Mit Builds bauen, mit Tipps, Tricks, wenn ich irgendwas übersehen habe, etc. Auch natürlich da an die YouTube kommen. Ich kann nicht mehr reden, an die YouTube-Kommentare. Und wir sehen uns dann bei künftigen Missionen zu Star Trek Online dann wieder. Wann die kommen, weiß ich nicht. Wir werden auch irgendwann, wie gesagt, die anderen Bereiche noch anfangen dann. Aber erstmal ist jetzt Schluss mit Star Trek Online. Damit verabschiede ich mich dann. Wünsche euch allen noch viel, viel Spaß. Man sieht sich hoffentlich auf Twitch bzw. bei anderen Let's Plays wieder. Und vielleicht dann irgendwann wieder bei Star Trek Online. Also bis dann. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.